So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute montieren wir Kotflügelaufsätze für den Rolls-Royce. Wir haben die Kotflügel in 3D gezeichnet. Wir haben zuerst das Auto gescannt. Danach haben wir das in 3D gezeichnet und die Werkzeuge gefräst. Ja? Dazu kommen wir noch gleich. Ich zeige euch die Werkzeuge auch noch gleich, wie wir das produziert haben. Aber jetzt machen wir die Montage. Ja? So, wie gewohnt machen wir erstmal so einen Primer. Ne, erstmal mal Handschuhe. Ne? Wir ziehen erstmal Handschuhe an, sonst kann ich mich eine Woche lang nicht blicken lassen. Ich sage immer sicher ist sicher. Ne? Platsch. Hier haben wir so einen Zauberbecher. So, erstmal machen wir den Primer drauf. Das ist extra Primer. Wir schmieren das drauf, damit dieser Sikaflex besser auf dem Material haftet. Ja. Wir haben die Kotflügel, gibt es bei uns in Carbon und in GFK. Da ich jetzt an Rolls-Royce nichts aus Carbon habe, noch nichts, ja, mache ich auch, habe ich die auch in GFK produziert und foliert in Wagenfarbe. Den Rolls-Royce zeigen wir übrigens auf der Motorshow in Essen. Wer möchte, kann sich den gerne anschauen kommen. Alle sind willkommen bei uns. So, soweit fertig. Ne? Müssen wir ein bisschen warten, bis er trocknet. Danach geht's. Telefon. So, die Montagezeit, ich schätze mal maximal 40 Minuten. Ja, mit allem drum und dran, mit Primer, mit allen Vorbereitungen, mit Kleben, mit allem drum und dran. Also ich schätze mal so maximal 40 Minuten, eine halbe Stunde. Oder so? Ja, ungefähr. Ich glaube, eine halbe Stunde reicht. Alleine. Ja? Also wirklich, die sind so gebaut, dass man wirklich die auch alleine einbauen kann. Ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Firmen, die wir auch beliefern, dass sie natürlich auch nicht extrem hohe Montage berechnen müssen bei den Kunden. Macht auch keinen Spaß, wenn man Teile kauft und das Doppelte nochmal für die Montage bezahlen muss. Deswegen haben wir die so gebaut, dass er wirklich absolut schnell verbaubar ist. So, nachdem ich alles hier mit Kleber voll gemacht habe, kommt mal mit, machen wir die Montage. Dazu brauche ich mein 3M-Band. Ich werde mir ein paar Streifen vorbereiten schon. Natürlich mit Handschuhen ist das nicht einfach. So, jetzt montieren wir die Kotflügelaufsätze. Achtung, Olli. Es ist natürlich schön, dass die Aussparung genau passend zu dem Rolls-Royce-Logo ist. Schaut mal, dass man da wirklich kaum Fehler machen kann. Dass das nicht passt oder sonstiges. So. So. Check. Passt alles, Olli? Ja. Check. Perfekt. So, drücken wir überall schön an, dass der Kleber sich so ein bisschen verteilt. Und machen diesen hier. Warum wir das mit Klebeband machen, haben wir schon in anderen Videos erzählt. Weil das einfacher zur Bearbeitung ist. Ja, erstens das und zweitens diese Saugknöpfe mit diesen Drehschraube sehen zwar cool aus bei der Montage, aber für uns sind die nicht praktisch. Ja. Weil dann haben wir die Abdrücke auf der Folie oder sonstiges. Sehr gefährlich, wirklich. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, deswegen machen wir das nicht mehr. Unser bester Freund ist 3M Klebeband. Ne? Klingt besser. So, machen wir das. Ja, check.
So, das ist die Nicht-Widebody-Version von uns, also die ersten Teile von Rolls-Royce. Die Widebody-Version kommt Ende des Jahres raus. Seid gespannt. Auch das werden wir alles filmen und euch zeigen. Ne? So, jetzt warten wir, bis er trocken ist, dann zeigen wir euch das Ergebnis. Bis gleich. Dann machen wir die zweite Seite. Olli, komm mit. Oh, ist ein Blatt hier. So, auch hier schön Zentrierung. Platsch. Dran drücken, ganz feste. Und mit Klebeband absichern. Warum machen wir eigentlich diese Videos mit Anbauten oder wie wir das einbauen oder sonstiges? Wir möchten euch zeigen, ja, dass es gar nicht kompliziert ist. Ja. Also früher waren die Teile sehr kompliziert zum Einbauen, aufwendig. Ja. Da hat schon mal ein Lackierer der eine oder der andere Preise aufgerufen. Da kriegt man fast ein neues Auto für. Ja. Das wollten wir verhindern, deswegen bauen wir unsere neuen Teile alles so, dass man alles im Prinzip selber auch einbauen kann. Natürlich lackieren besser nicht, es sei denn, man ist vom Fach. So. Fertig. Jetzt warten wir 24 Stunden, bis der Kleber trocken ist und danach darf das Auto wieder auf die Straße. Das bitte ganz wichtig beachten, weil der Kleber wirklich 24 Stunden Trockenzeit hat. Also bitte, bitte wirklich auch das beachten, nicht draufkleben und sagen, ach komm, ich kann so fahren. Besser bitte nicht, okay? So, das fertige Ergebnis gleich. So, das sind die Werkzeuge, aus denen wir die Teile für den Rolls-Royce produzieren. Ne? Zeig mal nochmal da. So sehen die aus. Und so sehen die Werkzeuge aus. Schaut mal. Check. Die Formen sind zweiteilig. Platsch. Ne? Hier ist das Hauptteil. Hier kommt das Rolls-Royce-Logo. Schön. Und das ist die Klebekante. Ja? Die haben wir so ein bisschen. Könnt ihr sehen vielleicht, so eine Kante ist dazwischen, ja? Ja. Dann setzen wir das so auf. So, also wir produzieren zuerst das, ne? Diese Fläche, dann machen wir das drauf, befestigen das zusammen mit der Schraubzwinge und dann machen wir, guck mal hier, siehst du? Mhm. Und dann bauen wir diese Klebekante mit so einem Spezialkleber, ja? Das ist extra so ein Harzkleber, ja? Hier alles drumherum, dann können wir es verkleben. So sieht es aus und das ist die andere Seite. Nehmen wir so Noppen, dass es immer perfekt gerade zentriert ist. Ne? Diese Flecken, das sind ja, so ein fettiges Zeug, quasi so ein Honigwachs heißt das. Das wird quasi in die Form eingeschmiert, damit das nicht haftet. Sonst würde normalerweise dieses Teil hier in der Form bleiben und nicht rauskommen. Ja? Und wenn wir das einfetten mit so einem Fett, dann springt das voll alleine raus. Und wir können garantieren, dass die Teile immer gleich genau gut sind. Ne? Weiter geht's. So, jetzt haben wir das alles trocknen lassen. 6 Stunden bei uns. Nach 6 Stunden dürfen wir das, ich sag mal so, schon abmachen, vorsichtig. Ne? Klebeband, guck mal, keine Reste, nichts. Also richtig cool. 3M. Echt Respekt. Guck mal, check. So. So sieht das aus. Was sagt ihr? Ich finde es cool. Ja, cool aus. Gefällt mir. Oder Olli, sag was. Doch geil, auch mit dem Rolls-Royce-Logo da jetzt drin. So. Bin gespannt, wie der, wenn der Spoiler kommt vorne noch. Wir machen 3 Bodykits für das Auto. Also einmal nur so ein Frontspoiler, so Kurzflügelaufsatz. Kleinen Diffusor und kleinen Heckspoiler. Dann machen wir komplette Stoßstangen, also dass wir 1:1 die Stoßstangen wechseln. Und dann ein Widebody-Kit. Ne? Wir machen auch sowieso ein Widebody-Kit. Mir ist das Auto zu schmal. Also quasi, der muss so breit sein wie ich. Wie der Q7? Wie der Q7, also mindestens. Naja, auf jeden Fall. Ja, in dem nächsten Video zeigen wir, wie wir einen Heckklappenspoiler für das Auto bauen in 3D-Druck. Vielen Dank für das Zuschauen, hat mich sehr gefreut. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst mir ein Abo da
ein Like, ein Kommentar, was auch immer. Ich freue mich. Bis demnächst.